Hallo Freunde, hier ist wieder euer Hans. Heute mit einem weiteren Sonntagsvideo und in diesem Video geht es natürlich um PUBG. Also Players Unknown Battlegrounds. Endlich haben wir es jetzt auf der Xbox One, auf der Xbox One S natürlich und auch auf der Xbox One X. Und ich habe die Community gefragt, wie findet ihr das Spiel? Erzählt mir mal eure Meinung, ob objektiv, negativ oder positiv. War mir eigentlich egal. Ich wollte alles hören. Und ihr habt euch natürlich an der Umfrage beteiligt und die Kommentare werde ich jetzt einige davon vorlesen. Antrix aka Leon schreibt, ich finde es macht Spaß, wenn man mit der Steuerung klarkommt. Nur die Performance muss noch verbessert werden, aber ich finde auch cool zu sehen, wie sich das Spiel dann entwickelt. Das, was die Performance angeht, da stimme ich dir absolut zu, weil sobald man das Flugzeug verlassen hat, ist es arg ruckelig. Auch wenn man unten auf dem Boden ist, da habe ich von verschiedenen Leuten gehört, dass es da echt Probleme gibt, dass das richtig stark ruckelt. Manche haben noch nicht mal Türen in den Häusern, die ganzen Texturen sind noch nicht mal ganz genau richtig korrekt aufgebaut. Aber okay, das ist halt Preview, das steht auch am Anfang des Spiels drin, dass hier noch keine fertige Version ist. Also, jeder muss natürlich selbst für sich entscheiden, ob er das spielen will jetzt oder halt noch warten will, weil es gibt auch einen Kommentar, der hat gesagt, er will noch warten. Aber dazu gleich. Antrix hat noch hinzugefügt, dass er auf der One X spielt. Spawn Game Freak schreibt, ich will es mal spielen, bevor ich es kaufe und es mir dann nicht gefällt. Ja, da muss ich ganz klar sagen, irgendwie ist es in diesem Spiel jetzt hier nicht möglich, sich das wohl vorab zu testen. Warum Microsoft sich dazu entschieden hat, weiß ich nicht. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme des Videos hier war es mir nicht möglich, das zu sehen, ob es jetzt getestet werden kann, so wie andere Game Previews. Also derzeit nicht. Rusty Basti, der Bastian schreibt, Moin liebe Community, also ich habe das Spiel seit der ersten Stunde der Alpha auf dem PC hin und wieder mal gesuchtet. Von daher wusste ich ungefähr, was auf der Xbox One X auf mich zukommt. Das Spiel ist noch lange nicht fertig. Deswegen sind mir die paar Bugs und Lags egal. Das Spiel macht mega Laune und ein wenig süchtig. Liebe Grüße. Ja, da kann ich dem Rusty Basti nur zustimmen. Ich habe es damals auch auf dem PC zusammen mit dem Leaks Gaming ganz am Anfang in der Pre-Alpha gespielt. Da gab es noch nicht mal Gras, da waren nur ein paar Häuser am Stehen und ja, bis die Tür aufging, bis du drinnen warst in dem Haus, da habe ich gedacht, oh je, was ist das? Aber okay, das sind halt Alpha-Spiele, da gab es einen Alpha-Key damals, also da kann ich dem Rusty Basti, vielen Dank für deinen Kommentar, auf jeden Fall nur zustimmen. Ja, das war sehr krass. Kommen wir zum nächsten Kommentar. Wolfpack Vegas 23. Ich warte noch ein paar Updates ab, macht aber jetzt schon einen geilen Eindruck. Super Sound und Gunplay. Ja, da muss ich ihm auch ganz klar zustimmen. Der Sound ist mega genial. Also, wenn man da, sag ich mal, im Rande der Bombenzone sich befindet oder bei der Bombenzone durchläuft und die Dinger daneben einen einschlagen, wow, da musst du kein 5.1 haben, um das richtig zu genießen. Da reicht ein ganz normales Stereo-Headset. Der Oligen A51 schreibt, schließt man eine Tastatur auf der Xbox One an und drückt die Taste O, poppt die Einstellung, auf der man die Möglichkeit hat, einen Blick auf die Grafikeinstellung zu werfen. Anscheinend ist die Grafik auf Very Low eingestellt. So viel zum Thema Grafik. Das Spiel befindet sich noch in der Entwicklung. Die Möglichkeiten sind noch eingeschränkt. Ja, da kann ich ihm zustimmen. Das habe ich auch gelesen und getestet. Ich habe natürlich dann eine Tastatur an meine Xbox One X angeschlossen. Habe dann mal im Spiel allerdings, also sobald ihr in der Wartelobby seid oder halt im Spiel, könnt ihr dann auf der Tastatur die Taste O drücken. Und damit kommen dann die sogenannten Options. Aber ihr könnt dort nichts einstellen. Ich werde euch da hier mal einen kurzen Blick dazu einblenden, damit ihr seht, wovon ich da spreche. Und was der Angelo hier meint. Danke Angelo für deinen Kommentar. Kommen wir noch zu einem weiteren Kommentar, der Evil Force schreibt, der Justin, Grüße gehen raus. Also PUBG entspricht genau meinen Vorstellungen. Erstens, es macht Spaß und zweitens, egal ob fertig oder nicht, ich kann mich nicht beklagen, finde die Leute schlimm, die selbst schon in einer Preview nur am Rumflamen sind. Und da kommen wir jetzt mal zu dem Thema, was ich hier auch gerne ansprechen möchte. Und zwar, ja, es gibt Leute, die sagen, 30 Euro wird bezahlt und jetzt ist das Spiel nicht fertig. Sorry Leute, wenn ihr das Spiel startet, steht ganz am Anfang etwas da. Ich werde euch dazu hier mal ein Bild einblenden, das habe ich ebenfalls vorbereitet. Das Spiel ist in der Entwicklung und ihr solltet euch vielleicht auch mal auf xbox.com/gamepreview mal umschauen, was es bedeutet, Game Preview, ein Spiel zu spielen oder dieses zu erwerben und das dann zu testen in dem Sinne. Also da muss ich ganz klar dem Evil, also dem Justin, Grüße gehen raus nochmal, da auf jeden Fall
Props aussprechen. Ja, er hat recht. Also hört auf, rumzujammern. Ihr könnt ja warten. Es zwingt euch niemand, das zu spielen. Das soll es dann zu den einzelnen Kommentaren gewesen sein. Da waren noch ein paar mehr, aber ich habe jetzt mal nicht alle rausgekramt, aber die meisten auf jeden Fall, die natürlich A, negativ oder auch positiv davon gesprochen haben, weil wir müssen natürlich klarstellen, das Spiel ist im Game Review. Das bedeutet, es ist noch nicht fertig, wir müssen warten, ja. So, kommen wir mal zu meinem Fazit. Nach 30 Stunden, die ich jetzt hinter mir habe, also einen Tag, 6 Stunden, das heißt, ich habe 30 Stunden Spielzeit mittlerweile, mir macht es immer noch wahnsinnig viel Spaß. Mich stört auch nicht dieses Hakelige oder sowas. Das ist halt ein Game Preview, ich weiß das. Ich kann da nur mal gerne zurückerinnern an Ark, als das damals im Game Preview war. Da konntest du vielleicht nicht mal über eine Base drüber fliegen, ja, die gerade mal 4 Tore hatte oder so, weil das einfach zu ruckelig war. Und das heißt also, wir müssen dem Entwickler einfach noch ein bisschen Zeit geben. Lassen wir ihm das mal ein bisschen. Das Spiel ist jetzt seit Dienstag auf dem Markt. Das heißt, wir haben jetzt Sonntag. Das bedeutet, wir haben gerade mal 6 Tage verstrichen. Also lasst uns da einfach mal ein bisschen abwarten, was da noch kommt. Also mein Fazit fällt ganz klar aus. Natürlich, Performance wird mit Sicherheit noch angepasst. Das Spiel an sich macht mega Spaß. Jeder hat Fun, also mit denen ich bisher gesprochen habe. Auch in meinen Streams, die Leute, die auf jeden Fall Gameplay von mir sehen wollen. Ich sehe das immer unter den Kommentaren in meinen Videos. Schaut auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Link ebenfalls hier in der Videobeschreibung oder auch hier oben eingeblendet. Also da kann ich euch nur sagen, kommt vorbei, schaut es euch an. Dienstags und Donnerstags sind feste Streaming-Tage und natürlich auch den Sonntag, meistens nach dem Sonntagsvideo. Also da würde ich einfach nur sagen, kommt da vorbei, schaut es euch an, bevor ihr euch irgendwas kauft. Also meine Meinung derzeit nach 30 Stunden, die ich gespielt habe, fällt ganz klar positiv auf. Natürlich haben wir hier und da ein paar kleine Probleme, aber das Spiel, wie gesagt, ich wiederhole mich da, ist im Game Review. Wir müssen einfach warten, bis es dann fertig ist. Und jetzt schreibt doch mal bitte eure Meinung zu PUBG, wenn ihr es derzeit spielt oder ihr euch angeschaut habt und sagt, nee, ich warte lieber, das ist mir alles nichts, da will ich lieber ein fertiges Spiel. Schreibt bitte gerne eure Kommentare hier unter das Video, egal ob ihr auf der Xbox One, Xbox One S oder Xbox One X spielt. Das spielt keine Rolle, auf welche Konsole ihr spielt. Schreibt mir bitte eure Erfahrung oder wo ihr sagt, ich habe gehört oder ich habe das gesehen, dann einfach unten in die Kommentare. Ich hoffe, dieses Video hat dir mal wieder weitergeholfen. Wenn dem so ist, lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere meinen Kanal, um keins meiner weiteren Videos zu verpassen. Solltest du nun noch Fragen zum Thema PUBG haben, dann einfach ab damit in die Kommentare. Und mir bleibt nur wieder eins zu sagen. Ich danke fürs Zuschauen. Euer Hans ist raus. Cheers. Hey, und nicht vergessen, immer dienstags und donnerstags von 18 bis 21 Uhr und sonntags meistens ab 14.30 Uhr auf meinem Twitch-Kanal twitch.tv/h4ns78. Link in der Videobeschreibung. Cheers.